Hallo und herzlich willkommen zum Mixed Monday, dem Format mit allen deutschen Bieren, außer Pilzbieren. Und ja, ihr wisst es, ich habe es euch ja erzählt, ich habe es ein bisschen mit dem Rücken, wahrscheinlich Bandscheibenvorfall und mit totalem Stress im Lehrgang, heiße Phase. Aber trotzdem, ich wollte euch nicht ganz allein lassen und auch wenn das Bier um 4 gerade nicht klappt, ich habe hier doch noch was, was ich einfach mitgenommen habe von zu Hause und das muss verköstigt werden und da wollte ich das nicht ohne euch tun. Von daher, hier die Gelegenheit, ich habe es ja schon ein paar Mal auch im Bier um 4 gesagt. Ja, wir haben 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot. Und hier, dementsprechend habe ich hier auch so eine Aktionspackung mal irgendwo abgegriffen. Steht schon seit geraumer Zeit im Keller und ich dachte mir, bevor das schlecht wird, da wäre schade drum, muss das jetzt mal verköstigt werden und das tue ich natürlich nicht ohne euch. Und ja, hier sind wirklich verschiedene, sehr schöne Biere drin und natürlich, ihr seht, ein Glas. Und wenn so ein Glas dabei ist, dann haben sie mich, ja. Ihr merkt es am Gewicht, wie ich damit handle. Das Ding ist leer, das Bier ist kalt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich habe es natürlich präpariert. Auch das Glas ist sauber. Kann direkt losgehen. Ich mach mal auf. So, hol das Glas raus. Da haben sie hier so eine kleine Banderole reingemacht aus Pappe. Soll dann wohl das deutsche Reinheitsgebot darstellen. Ich werde jetzt nicht anfangen, das zu entziffern, das wird nur peinlich für mich und lachhaft für euch. Ja, soweit ist da nichts weiter drin, nur die Biere, die drin sind, sind 7 an der Zahl. Sehr ja, skurrile, also besondere Typen, glaube ich, allesamt. Hatte ich alle noch nicht, habe ich auch vorher noch nirgendwo gesehen, von daher deswegen erst recht mitgenommen. Gut, den Anfang macht hier unser Autenrieder Urtyp Hell. Bin sehr gespannt, mindestens haltbar bis ja, Januar noch, also noch ein bisschen hin. Wir haben ja jetzt erst Mitte November, deswegen auch mein Bart ein bisschen lang, November. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt oder nicht. Ich lasse das dann auch immer im November so ein bisschen länger wachsen, den Bart. Ich mache da nicht am Ende mit, wo man dann nur hier den Oberlippenbart stehen lässt. Das finde ich dann wieder nicht so ganz so toll, aber ich lasse ihn wachsen und mal gucken, wie lang er wird. Gut, was haben wir jetzt aber zum Bier zu sagen? Helles Bier, ja, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Zutaten steht hier vorne schon mit drauf. Wasser, Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Ansonsten hier oben Angabe, feinwürzig mild. Rückseite, da haben wir ein kleines Textchen. Also, unser Autenrieder, Urtyp hell, feinwürzig mild. Also, dieses feinwürzige, vollmundige Bier wird ausschließlich nach dem Autenrieder Qualitätsgesetz gebraut unter Verwendung von bestem Braumalz. Ein Bier, das so schmeckt, wie es Kenner lieben. Seit 1650 brauen wir als Privatlandbrauerei in Verantwortung für Mensch und Natur. Unsere besondere Brauphilosophie garantiert Biere in höchster Qualität. Wir wirtschaften ökologisch in angeschlossenen Kreisläufen mit eigener Landwirtschaft und eigener Melzerei. Das ist allerdings wirklich sehr besonders. Also viele kaufen die Zutaten ja einfach nur zu, das fertige Malz und so weiter und so fort. Privatbrauerei mit zertifiziertem Kreislaufwirtschaftssystem, steht ja auch nochmal dick drauf. DLG goldprämiert, wir haben einen Silver Star Beer Award von 2009, wenn ich es richtig erkennen kann. Ist ein bisschen sehr klein abgedruckt. Schlossbrauerei Autenried GmbH 89335 Ichenhausen. Weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau, wo es liegt. Anhand der Postleitzahl kann man es erahnen, aber ich würde mich jetzt nicht bei mir und raten, wo es liegen könnte. Deswegen lassen wir das. Ich würde sagen, wir haben genug über das Bier gehört. Bin sehr gespannt drauf, was mich hier in diesem doch besonderen Karton hier erwartet. Und am Anfang macht, wie gesagt, hier das Autenrieder Urtyp hell. Gut, also machen wir es auf, gucken, was drin ist. So, plopp muss allerdings trotzdem sein. So, und dann hier mit dem Special Glas wird jetzt auch verköstigt. Erstmal, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn die Ausläufe nicht so doll ist wie gewohnt, wenn der Ton vielleicht nicht so doll ist. Ich filme hier mit Handy und so quasi Reiseequipment mehr oder weniger. Wie gesagt, ich bin, ihr seht es, nicht in der gewohnten Umgebung. Ich bin hier wieder in der Ferienwohnung auf Lehrgang.
Deswegen seht es mir nach, freut euch vielleicht mit mir, dass trotzdem es ein bisschen weitergeht. Gut, was haben wir also hier? Unser Augenrieder im Glas. Ist ein bisschen, ne, täuscht das Licht jetzt? Nee, ich glaube, es ist leicht trüb, aber nur ganz eben. Ansonsten sehr, sehr helle Farbe, oder? Nee, ich glaube, es kommt jetzt vom Licht her. Aber doch ein bisschen dünn, gelblich, so strohgelb. Ich halte es mal ein bisschen weiter rund. Na, also ich tue mich gerade ein bisschen schwer hier, in dem Licht jetzt die Farbe richtig zu sehen. Ist ein bisschen, na, ich würde aber sagen strohgelb. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es besser sehen. Von meiner Warte aus sieht man jetzt nicht so wirklich viel. Gut, ansonsten, es sprudeln reichlich Bläschen. Wir haben einen sehr feinporigen Schaum, der wirkt nicht sehr fluffig, aber so Sämigwald, gibt eine schöne Schutzschicht fast fürs Bier ab. Also sieht sehr ansprechend aus, finde ich. Für ein helles finde ich optimal. Gut, kommen wir zum Geruch. Deutlich, deutlich hellmalzige Note, sehr süßliche Note drin. Riecht direkt so Richtung würzig, leichte, dezente Hopfennote drin. Riecht sehr schön frisch würzig. Also ich bin wirklich gespannt auf dieses Bier. Und von daher wollen wir nicht lange warten, nicht mehr lang schnacken. Prost! Das ist... Oh, ja. Unerwartet für ein helles. Sehr... Sehr fruchtig kommt das daher. Das muss ich nochmal. Also ich kann aber angeblich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr interessantes Bier. Sehr weich zu trinken, leicht frisch, schön weiche auf der Zunge, im Mund. Schmeichelt so richtig schön. Ihr seht, es prickelt ja im Glas sehr. Aber wiederum im Mund gar nicht so sehr. Ihr habt noch so schön erfrischendes Prickeln, habt ihr, aber ihr könnt den Geschmack so richtig voll aufnehmen. Und so direkt, nachdem die erste Frische vergangen ist, kommt so ein richtig schön sanfter Geschmack rüber. Es wird, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Klar, dieses würzig, hellmalzige kommt durch, aber diese Würze ist so schön fruchtig, kommt die daher, fast ein bisschen. So, also auf jeden Fall so Grapefruit, Aprikose, so in diese Richtung geht das geschmacklich. Sehr interessant, sehr erfrischend und für mich wirklich ein besonderes Bier. Also für ein helles habe ich so noch nicht getrunken in der Art. Chapeau, gut ab. Würdiger Anfang, würde ich sagen, für diesen Karton. Bin sehr gespannt auf Grundlage dieses Beginns, was mich da noch so erwartet. Übrigens, das Glas finde ich wirklich klasse, aber ich habe da eh so ein Faible für. Anno 1516, Reinheitsgebot. Sonderedition 500 Jahre. Mensch, also. Wirklich, also ich freue mich wirklich auf die weiteren Biere. Ich hoffe, ihr seid mit am Start und ja, dann bis zum nächsten Bier, hoffentlich. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Unser Audenrieder Urtyp Hell, vollste Empfehlung von mir. Bin sehr begeistert. Okay, das war's für heute. Das war's für diese Woche mit Mixed Monday. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video auch wieder mit am Start. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.